gut, da sind ja eh Free Kill. Ich denke mal, wenn man weiß, wo die Kapseln kommen, dann kann man da ganz easy vorher hinfliegen. Oder laufen. Das ist bestimmt ganz gechillt, weil jetzt unten einfach alles tot. So. Ja, ich denke mal, der kann das da halten. Ein Weilchen. Man kann auch da halt nicht einfach mit Mass R ranfliegen, weil die Nylos ziemlich viel Leben haben. Dann macht sich das nicht so gut. Probieren wir mal ein paar davon. Ein paar Vikings brauchen wir noch. Zack, zack. Rufen wir einfach noch ein bisschen was. Kommt eine weitere Welle Landekapseln, Sir. Es wäre zu gefährlich, sie alle retten zu wollen. Boah, Tore. Kreuzer. Hätte ich das mal vorher geklärt da. Commander, die letzte Landekapsel der Liga hat die Oberfläche von Char erreicht. Jungs, so wie es aussieht, sind wir jetzt auf uns allein gestellt. Gucken, dass wir die schnell tot kriegen. Naja, ein bisschen verloren, aber wenn wir dafür Tore kriegen, geht das noch. Die Tore sind hier aber ziemlich groß. Also, kann mich nicht erinnern, dass die immer so groß waren. Ach, du Scheiße. Na ja, gut, das kriegen wir nie in dem. Das für zwei Kreuzer. Denke ich mal, da verzichte ich lieber direkt. So, Damage Upgrades, gut, das ist ziemlich teuer gerade. Dann nehmen wir dafür lieber noch ein paar Goliaths mit. Und die nehmen wir noch mit. Devil Dogs stinken, die sind jetzt kaputt. Hey, ich hab doch einen Medivac angeklickt. Ich hab einen Medivac angeklickt, Junge. Bringen wir die hier mal raus. Ich weiß nicht, ob ich die Basis einfach opfern kann. Ich habe das Warten satt. Die Basis unserer Verbindung wird angegriffen. Na los, was soll ich? Die sind permanent getarnt. Wir müssen da einfach mal hin, irgendwie. Ich warte noch, bis das hier fertig ist. Kann schon mal ein kleines bisschen vorrücken. Da unten ist ein Panel, den wollen wir nicht. Verwerten den Bunker. Noch ein paar Marines mit, das ist vielleicht entscheidend später. Und Hells Angels nehmen wir mit. Gas haben wir keins mehr. Dann nehmen wir mal zwei Medivacs. Holen hier alles raus, was noch ja, hilfreich ist. Goliath. Und dann denke ich mal, müssen wir damit mal losgehen, so langsam. Und was jetzt? Machen wir die mal auf Gruppe 2. Ich kann hier eh nichts mehr abbauen im Moment. Und dann mach ich mal kurz noch ein Save. Und zwar letzte 10. Um den alten mal zu verwerten. Ach, der hat hier einfach so Creep ohne Tumor.
müssen wir rein. Ja, es dürfte nicht so schwer werden mit der riesigen Armee, denke ich mal. Ich habe mich ja, seit ich das letzte Mal gespielt habe, ein bisschen verbessert, immerhin. Da hatte ich auf normal schon... Ach, da ist ein Exe, cool. Da hatte ich auf normal schon Probleme mit der Mission. Alter, zu viele Einheiten. Ja, gut, bis man hier beim Stim ankommt, wieder beim Durchswitchen, ist der Kampf schon vorbei. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Komisch, dass die Tore das hier haben mit der Kanone, wo wir die gar nicht erforscht haben. So, aber es läuft doch schon mal. Das da sollte vielleicht ein Tor wegmachen. Bam, 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 bam. Ja, es geht auch nicht fix, wenn der das macht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Wir sollten jetzt mal einen Reparatursquad hier reinschicken. Ich will ja nicht zu viel unnötig verlieren. Jetzt ihm hier oben. Ach, das sieht noch ganz okay aus. So, macht man schön das Ganze hier. Ich habe ein Phantom verloren anscheinend. Ich weiß nicht, ob man als normaler Spieler so viele Einheiten microen kann. Ich finde es ganz schön heftig, wenn man so viel hat. Oh, tschüss. Ich bin ja froh, wenn ich im Tanks und Marines gemicrot kriege. Sodass die beide immer schön Siege machen und Stimpack. Wenn man dann so viele verschiedene Einheiten hat, dann ist es echt schwul. Banshees machen wir mal Cloak. Dario König ist online. Nein, das ist Dennis. Nicht Dario. Tot machen, Bendinger. Gut. Uli, tot machen. Pimmel tot machen. Noch ein Pimmel tot machen. Ja, Einheit wegziehen. Die Medivacs leisten hier ganz gute Arbeit. Die heilen ja mal locker gegen. Hat sich vielleicht gelohnt, das Upgrade. Weil die verlieren ja gar nichts an Energie. Braucht man nicht mal Siege für die Tanks. Geht man einfach rein und macht tot. Ja, machen wir mal hier seinen schönen Kanonenskill drauf. Du auch. Schöne doppelte Torkanone, die unten mich ganz schön was. Und jetzt können wir nochmal mit Stimpack reinbratzen. Dann geht das hier noch schneller. Ja, am Ende ist mir jetzt egal. Wir haben ja die Mission geschafft. Das hier ist die Absturzstelle. Mit etwas Glück ist der alte Warfield noch gesund und munter. Das war's schon. Gegnerische Einheiten fand ich jetzt fast 900. Wir hatten 150, nicht mal ganz. 5 und 6 Sporenkanonen, das gab bei normalen auch vollkommen alle Kills. Landekapseln haben wir 7. Das ist aber definitiv auch schwer mit allen machbar, wenn man vorher eine Einheit da positioniert, nehme ich an. Dann ist das drin. Naja, schauen wir mal, was jetzt kommt.
Ein Ladescreen. Yam, yam, yam. Jetzt wird eine Cutscene folgen, nehme ich mal an. Komm, noch schneller. Cool. Gehört, ihr Jungs braucht Hilfe. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Nicht der beste Moment, auf der faulen Haut rumzulegen, General. Sie verdammter Hundesohn. Sie sind der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Jungs, ich unterbreche nur ungern, aber unsere Freunde werden unruhig. Sie wissen doch, ich habe immer ein Ass im Ärmel. Sie sind zwar ein verdammter Pirat, Rainer, aber die Rettung meiner Jungs werde ich Ihnen nicht vergessen. Alles im Service inbegriffen, General. Das war doch mal wieder geil. Ja, geile Cutscene. Also, Planet Char, Warfields Basis, 17 Uhr fast. Und hier sind wir jetzt. Und hier bleiben wir auch. Yeah! Char! Verwenden Sie den Missionskoffer auf Char, um Ihre nächste Mission zu starten. Verwenden Sie die Schaltfläche im unteren Bildschirmrand, um die Interfaces für Arsenal, Forschung, Söldner, Nachrichten und das Missionsarchiv aufzunehmen. Was einem hier alles nicht mehr viel bringt. Was gibt's bei Nachrichten? Gut, das wollen wir gar nicht. Wir reden mal mit Tigers. Laden und entsichern, Jimmy Boy. Es kommen immer mehr von diesen Mistviechern. Wir haben hier die größte Schießbude der ganzen Galaxie. Ich will dir ja nicht den Spaß verderben, Tikers. Aber wir müssen zum primären Schwarmcluster vorrücken. Und zwar plötzlich. Wie willst du das denn anstellen, Kumpel? Mit den ganzen Nydos-Würmern überall am Boden und den Schwärmen von Fliegern am Himmel rücken wir hier so schnell erstmal gegen gar nichts vor. Ist wie immer eine echte Inspiration, Tikers. Ja, und der hat uns jetzt auch schon einen Tipp gegeben für unsere nächste Mission. Und zwar müssen wir entweder die Nydos-Würmer killen oder in die Luft anhalten. Das wird dann halt Auswirkungen auf die letzte Mission haben. Und wir können auch mal mit Warfield reden, weil wir mit dem überhaupt noch nicht Kontakt hatten. Was macht der Arm, General? Verdammtes Gift. Ich habe diesen Weicheiern von Sanitätern gesagt, dass sie meinen Arm abhacken sollen, damit ich wieder an die Front kann. Trotzdem, ich bin immer noch nicht einsatzfähig. Sie haben hier jetzt das Kommando. Verstanden. Ich weiß, das fällt Ihnen nicht leicht. Leicht? Söhnchen, ich habe es leicht im Gegensatz zu euch. Um den Hauptschwarmstock zu erreichen, müsst ihr euch entscheiden. Entweder ihr schaltet die Bodentruppenverstärkung oder die Luftunterstützung aus. Für beides bleibt nicht genug Zeit. Keine Sorge, General. Ich werde mich um die Tag kümmern. Gehen Sie so schnell wie möglich zurück auf das Schiff und lassen Sie sich versorgen. Das ist ein Befehl. Okay, gucken wir mal bei der Mission. Dank Ihnen haben wir unsere Landezone sichern können, Commander.
General Warfield meint, dass unter den gegebenen Umständen ein Angriff auf den primären Zerg-Schwarm Selbstmord wäre. Deswegen brauchen wir ein Ablenkungsmanöver, das die Zerg-Streitkräfte beschäftigt und uns die Gelegenheit verschafft, die wir brauchen. Ja, sabotieren Sie die Zerg-Verteidigungsanlagen. Ich nehme an, wenn wir auf Starten kriegen, können wir eine Mission auswählen. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich kann schon so viel spoilern. Wir werden die Lufteinheiten ausschalten. Weil es ist einfach für die letzte Mission angenehmer, wenn man sich auf Panzer konzentrieren kann. Um schön Boden abzuwerten, weil Panzer immer gut sind. Wenn dann halt er kommt, dann schießt er ihm die Panzer mal weg. Das ist nicht so... Naja, gut. Ich verabschiede mich dann mal für heute. Wir machen dann morgen weiter. Ich werde jetzt jeden Tag eine Mission aufnehmen, 3 sind noch übrig. Und dann haben wir das am Ende der Woche fertig. Also seid dabei bei StarCraft 2 mit dem Ende. Bis dann.